Nachhaltigkeit, Verantwortung gegenüber Umwelt und nachkommenden Generationen und finanzielle Stabilität. Das sind so die tragenden Grundsätze. Und Stimmung ist gut. Natürlich gibt es verschiedene Themen, die uns beschäftigen. Politische Themen, Sachthemen. Egal, an welches Thema wir herangehen, ob das Tempo 80 ist, ob das Energiefragen sind, die Basis ist die Vernunft, die ökologische Vernunft, was uns Grünen natürlich sehr wichtig ist, und die Basis auch die ökonomische Vernunft, die uns allen gemeinsam sehr wichtig ist. Mir war wichtig, dass die Wohnbauförderung fairer wird, verständlicher, auch nachhaltiger und ökologischer. Diese Novelle von Gesetz und Verordnung ist jetzt bereits in der Begutachtung und wird mit 1. Jänner 2019 in Kraft treten. Mit den Spitälern haben wir auf Volldampf sozusagen weitergearbeitet, um die österreichische Gesundheitsreform weiter voranzutreiben. Mittersill ist unter Dach und Fach, was die Planungen betrifft. In Damsweg sind wir im Endspurt sozusagen. Wir müssen auf den Bodenverbrauch mehr achten noch als bisher. Wir haben auch eine Komponente in der Wohnbauförderung, die sehr restriktiv ist, in Anbetracht dessen, was bisher gewesen ist. Wir haben uns endlich geeinigt mit der Stadt gemeinsam und mit der Salzburg AG, dass wir eine Planungsgesellschaft gründen wollen, die dann erstmalig auch den Versuch einer gemeinsamen Verkehrsplanung zwischen Stadt und Land zustande bringt. Ich glaube, das ist auch eine große Errungenschaft. Was Zell am See betrifft, sind wir drauf und dran, eine Entlastungsstraße zu bauen, was auch für den Zentralraum Zell am See dann eine wesentliche Besserung erreichen könnte. Ein Spruch passt genau für meine Ressorts zusammen. Wir haben die Welt nicht von unseren Eltern geerbt, wir haben sie von unseren Kindern geliehen. Und in diesem Sinne freut es mich auch, wenn wir unseren Kindern eine besonders gute Bildung bieten können, damit sie eben mit diesem Schatz auch sorgsam umgehen können.